Herzlich willkommen zurück hier auf dem Lieblingskanal Tomek zockt. Heute mit einer neuen Folge Halo Wars 1. Mit dabei ist der gute alte Traffi. Ja, moin, servus und moin, Alter. Wir sind zurück, da freuen wir uns drüber. Nach der Lichtkuppel folgt der Skarab, Alter. Es ist Skarab. Geil, Alter. Mission 7, Team Alpha. Brr. Gebieter, ihr seid ungewöhnlich ruhig. Was bereitet euch Kopfzerbrechen? Hirasch, ich will nicht unverschämt sein, aber ihr wollt, dass ich die Menschheit vernichte. Eine ehrenhafte Aufgabe für jemanden mit eurer Vergangenheit. Und ich bin dankbar dafür. Aber, Sir, ihr lasst mich in alten Ruinen und leeren Tempeln suchen. Wie soll ich so mein Ziel erreichen? Für den Krieg gegen die Menschen werden wir mehr Maschinen brauchen, als wir derzeit aufbringen können. Ich werde nehmen, was wir haben. Und uns wehrlos zurücklassen? Nein, die Ahnen werden uns versorgen. Diese Welt soll die Geburtsstätte einer Invasionsflotte sein, die jede Vorstellung übersteigt. Mächtig genug, die Menschen schnell und problemlos auszulöschen. Aber diese Welt liegt brach, hier herrscht nur Leere. Blasphemie! Nur der Geduldige findet den Schlüssel. Aber vielleicht gibt es einen schnelleren Weg. Diese Menschenfrau beim Eisrelikt. Sie verfügt über Wissen auf diesem Gebiet. Das Relikt führte nicht nur uns zu diesem neuen Planeten, sondern auch sie. Ergreift diese Frau und bringt sie hin. Wie ihr befehlt. Sie sind zur Position des Kraftfelds vorgestoßen. Sehen Sie sich um. Was war das? Der Scarab ist unvollständig, aber sein Kopf funktionsfähig. Sein Schussfeld verhindert jede Möglichkeit zum Rückzug oder Abzug. Ah ja. Sie müssen ihn zerstören. Na klar, Digga. Ich sehe uns da ja schon mal, ne? Dann ist es mal kurz reinschallern. Ja. Ja, guck mal, eine Basis, die bereit ist. Errichten Sie eine Basis, bilden Sie Truppen und erledigen Sie den Scarab. Na gut. Was haben wir denn da? Ein Reaktor. Der Suchstrahl des Scarab zeigt in zwei Reaktoren. Die Tempelruinen hier bieten zwar einigen Schutz, allerdings nicht zu lange. Ein Fahrzeugdepot. Ja klar, Fahrt. Dann machen wir zwei Versorgungsmodule, ne? Na klar, Digga. Alle Einheiten. Zieh los. Bin unterwegs. Versorgungsmodule vollständig. Ja. Rotschere. Das können wir auch upgraden. Versorgungsmodul aufgerüstet. Reaktor verbessert. Versorgungsmodul vollständig. Rüstungsdepot. Ich sag wo in dem Po. Ah ja. Ja, sie ja immer. Leider haben wir keine Dingens, keine. Mann, der Scarab schießt hier ein bisschen rüber wie so ein kleiner Strolch. Wir haben keinen Flugzeugscheiß, Alter. Ey, der schießt auf uns. Ja, der ist ein bisschen aggressiv, würde ich sagen. Ja, ich merk schon, Alter. Er macht die Wall platt hier, Alter, so langsam. Ja, das ist nicht so gut, glaube ich. Nee. Ja, nee, da wollen wir mal nicht hin, Digga. Ja, dann bauen wir doch mal hier ein bisschen.
Was bauen wir denn? Panzer? Salvenfähigkeit, Flammenwerfer. Panzer sind 3, ne? Das ist ja Upgrade, was du gerade machst. Naja, ich upgrade gerade. Eigentlich könnte man alles upgraden hier. Ja. Kohle ist ja noch am Start. Dann ein bisschen Shit bauen und dann rein in die Olga da hinten. Lokale Einheiten. Verstärkung. Mobfeuer. Lokale Einheiten. Schon da. Los geht's. Blendgranate erforscht. Blendgranate erforscht. Kostet aber auch Kohle alle Tier, ey. Blendgranate erforscht. Ja. Auch nicht wenig, Alter. Ja. Ist so ein bisschen schwierig. Was sag ich so viele Truppen, Alter? Weiß ich nicht, Digga. Ich hatte die halt einfach, ne? Was soll ich dir sagen? Das Spiel gönnt dir. Ich will jetzt auch hier. Ich will hier gar nicht so in dem Gebiet rumfahren und irgendwie Shit suchen, weil dieses Ding halt hart auf uns feuern wird. Das ist ein Problem, Alter. Was ist denn das Ziel überhaupt? Da stellen sie den Super Scarp. Naja, der da hinten rumeiert, ne? Ja. Kannst halt eine MAB da drauf schießen, aber bei Donut Knopf, wie viel Damage die macht. Haben wir nicht diese... Alle Einheiten. Wie heißt denn das hier? Mobfeuer, was ist das hier nochmal? Ja, sag ich ja. Das ist ja das, was ich meine. Transferbefehl. High-Speed-Geschütz. Durchdringendes Geschoss. Oh, schwierig, Digga. Ich glaube, das Ding ist, dass wir erstmal in Umkreis fahren müssen. Und, so Energiedinger kaputt machen müssen. Meinst du? Ja, damit das Ding nicht schießt, weißt du? Ich guck mal rum. Guck mal, hier liegt bei uns rechts. Hast du schon mal. Ah ja! So. Und hier ist das. Ah! Weißt du? Ja. Wenn wir die Dinger zerstören, dann ist er geschwächt oder kann nicht schießen oder irgendwie sowas, glaube ich. Eins von 7. Der ballert mich hier komplett, Digga. Laber nicht. Ah. Ja, klar. Ich hab hier. Guck mal, hier links, wenn du ganz links gehst. Hast du auch noch was? Ich komm. Ja, bau erstmal Einheiten. Ich hab hier gar nichts mehr, Digga. Aber hast du das Ding zerstört oben? Mhm. Ja, ne? Ja, ein Ding hab ich zerstört. Oh, shit. Oh, unsere Mauer. Ja, sicher, Digga. Boah, das war knapp. Ich glaube, ich gehe gleich rechts rum. Links rum. Sanitäter.
Boah, zwei Marines, zwei Flammenwerfer. Ein Panzerchen noch. Ja. Und das war's erstmal. Ein bisschen upgraden noch. Ich geh mal hier rüber, da guck mal, ob ich den hier zerstören kann. Hä? Ja, ja, mach mal. Weil der Boy hier nee, so langsam uns. Siehst du? Ja, so langsam geht er schon in unser Lager, ne? Right. Ja. Och nö. Was ist der Scheiß denn da hinten jetzt? Nö. Ja, jetzt ja. Gott sei Dank. Jawohl. Das hast du schon kaputt gemacht. Ja. Bam! 3 von 7. Könnte jetzt da lang hoch noch. Boah, du Scheiße! Ach du heilige Mutter, Alter. Heilige Makrele, Alter. Boah, ich muss Rückzug machen. Ja, ja, ich verstehe das. Eieieiei. Ich hoffe, die kommen nicht. Aber ein Ding schon mal erledigt. Ja, ich versuche auch noch was zu finden hier. So, ein Internet-Upgrade noch. Ach so, ja. Fünf, sechs von zehn? Was? Geht denn da oben? Ach da, Knoten, 4 von 10. Ja. Huf, moin Meister, Alter. Lebst du noch da oben, oder? Jo. Ja, ein bisschen lebe ich da noch. Erstmal Ressourcen sammeln. Da oben ist auf jeden Fall, denke ich, auch noch was. Ich geh von links gleich. Ich versuche hier rechts gleich weiterzumachen. Ich würde mal kurz ein bisschen sammeln, vielleicht noch ein, zwei Kobras. Ja, die Scorpions sind halt echt langsam, leider. Und ganz ehrlich, der Scarab zerschießt die halt instantly so. Okay. Oh Gott! Oh Gott! Oh. Oh. Oh, Alter. Ja, Star Party, okay. Kann man die Kohle hier? Ja, kann man. Ich besorge uns ein bisschen Kohle. Ne. Oh. Wo ist der Laser bei dir gerade, der Strahler? Ja, der dreht gerade zu mir rüber. Oh, ich stehe da relativ safe gerade noch. Glaube ich. Ja, doch, das passt doch. Glaube ich. Ja, ich muss da noch mal gucken. Ja, der dreht wieder rum. Kommt zu mir? Nee, der ist noch bei mir. Ja, der schießt gerade da wieder was kaputt bei mir. Ja. Ich geh jetzt höher, kann man gut diese Kacke da. Mann. Na, schon Party hier, ey. Ja, der ist gerade die ganze Zeit bei mir in der Ecke, genau, also gönn dir da.
Problem ist, ich würde gerne da hoch, ehrlich gesagt. So. Aber müssen wir mal kicken. So, fahrt mal da unten lang, Digga. Das ist bestimmt smart. Boah. Laser dengelt immer noch bei mir so rum. Oh, die haben Flugzeuge, die Schweine. Natürlich. Oh, ich hab einen Totenkopf gefunden. Der Laser mal. Nice. Digga, kann der Laser mal in die andere Richtung? Also, was soll das denn hier gerade? Ja, mein Gott, da macht ja die Scheiße von links, ne? Ich kann mich halt nicht bewegen. Der pendelt halt die ganze Zeit zwischen mir hin und her, ey. Wenn ich jetzt losfahre, zerschießt er mir halt einfach nur meine Einheiten wahrscheinlich. Das macht ja keinen Sinn. Das ist korrekt. Der geht auch bis hier hinten durch. Ich könnte versuchen. Boah, Junge, das ist ganz, ganz rechts bei dir, ne? Ja, ja. Ich versuche da jetzt einmal ein Stück weiter oh mein Gott. Zu gehen einfach. Ne, das ist bei dir. Warte mal. Was war's? Soll er bei dir sein? Egal. Ich geh jetzt angreifen. Was habe ich unterwegs verloren? Ich glaube, wow, Alter, ich habe die Cobra verloren. Ja, moin, ey. Das Ding kann nicht in zwei Richtungen gleichzeitig feuern. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Jetzt könntest du kommen. Na gut, dann gehe ich mal hier hoch. Der wird mich gleich so platt machen, ne? Gott, Jungs! Nice! Na klar, Digga! Bam! So, MAB! Oh, unsere Basis angegriffen. Das ist natürlich. Das ist natürlich AA-Wurst. Aber ich baue. Ich baue oben. Haben wir 7 von 7? Ja, ich habe gerade den letzten noch nebenbei gemacht. Ich geh mal rüber. Die Hälfte hat er schon mal. Sieht's oben aus? Boah, wird ja noch, wa? Ja. Oh, hier ein paar Trüppchen noch eventuell. Wenn sich das Ding durch die Barriere brennt und die Kommandozentrale zerstört, sind wir tot. Okay. Jetzt haben die noch Flugzeuge hier, ey. Der Rest hier kommen hier hoch oder nicht? Na, oh, unsere Base wurde angegriffen. Lul. Ja, ich war schon die ganze Zeit.
Du hast keine Einheiten mehr, ne? Ja, ich baue gerade. Ein paar stehen ja hier noch. Boah, geh mir auf den Sack hier, Dinger. Mach die scheiß fliegenden Pisser da runter, mein Gott. The Spirit of Fire kommt gleich. Ja, Spirit. Ich sag, mit LB kannst du alle Einheiten auswählen, ne? Ja, ja, hab ich schon, hab ich schon. Alles gut, danke. Ja, Ding ist gleich platt. Jo. Jo. Ja, geil, Alter. Was will der da, der Scarab, Digga, Alter, weißt du? Du wurde gescarabt, wurde er. Ja, aber richtig, ey. Der Scarab ist zerstört. Heute gehört der Sieg uns. Na klar. Jo, goldene Medaille. Da freuen wir uns drüber, ne? Wir freuen uns drüber. Easy Upload. Und bis zum nächsten Mal. Na klar. Hey, Tschüssikowski, Alter.